Yo, 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 was geht ihr Nasen? Wir sind hier auf der Hand of the Prophet und praktisch schon auf der Skyline, aufs Oberdeck. So, wir sind hier nicht so gerne gesehen und erkunden erstmal kurz hier die Lage, wie es aussieht. So, da haben wir einen Waffenautomat, den haben wir mal schnell aktiviert. So, können wir hier einen Skyline-Angriff starten? Vom Bordstein zur Skyline zurück. Yo. Was geht hier? Los! Geht klar! Pam, Junge! Verpisst euch! Macht die Skyline des Hauptdecks frei. Das kriegen wir hin. Na, das war doch easy hier. Hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Weitaus schwieriger. Stimmt was nicht. So. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Haben wir hier irgendwas? Wir müssen abwarten. Medizinkits. Na, hier wird wohl kaum... Ein Viertel der Kapseln ist weg. Hier wird wohl kaum so wenig sein... Wenn die nicht auf uns schießen, ja. Das war klar. Elizabeth? Schon dabei. Was machen Sachen? Da kommen sie alle. Pam, Junge. Geh, wo du wohnst. Pam, Junge. Und tschüss. Oh, oh. Pam, Junge. Danke. Gesundheit. Wo sind die? Oh, ein Gegner noch töten, dann habe ich Großwildjäger. Das zieht sich ganz schön. Ja, das zieht sich etwas. Wo sind die jetzt alle? Kaputt. Salze. Wunderbar. Wunderbar, so muss das laufen. Trotzdem ganz schön asozial gerade hier. Fahre mit der Skyline zum nächsten Deck. Yo, ab geht's. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Oh, fuck. Sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Oh Mann. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh. Wäre ich da bloß nicht raufgesprungen. Scheiße. Kann es sein, dass das super dämlich war? Auf welchem Deck sind wir denn jetzt hier gerade? Das kann ich gerade wirklich nicht sagen, auf was für einem Deck wir hier sind. Aber wir können da hoch. Sehr schön. So. Es geht aufwärts. Immer höher. Okay. Diesmal machen wir nicht den gleichen Fehler. Oh doch. Wir fahren hier noch eine Runde. Gut, wir fahren hier noch eine Runde. Naja, wenn es sonst nichts ist. Ist ja schön. So, jetzt gleich nicht den Moment wieder verpassen. Wir wollen ja auf das nächste Deck. Und zwar jetzt. So. Kann ich von hier oben vielleicht den Patriot killen? Scheiße. Boah. Das war vielleicht knapp. So, Patriot. Noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, es hackt bei euch hier. Einfach hier so wahllos auf mich zu ballern. So, wir wollen aber trotzdem auf die nächste Skyline. Und so.
Oh, fahren wir eben mal in die andere Richtung. Und jetzt steigen wir hier ab. Wunderbar. Na, wenn das mal nicht cool war, dann weiß ich auch nicht. Drittes Innendeck betreten. Maschinendeck. Comstock hat mehr getan, als sie zu foltern. Er zieht sie auf seine Seite. Aber das werde ich nicht zulassen. Nein, das werden wir nicht zulassen. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Ach, dass du immer dabei sein musst, Mädel. Anstatt mal ein bisschen auf dich aufzupassen. Jugendschutz so, weißt du? Jugendschutz. Nein. Immer musst du dabei sein. Okay. Hier gibt's bestimmt wieder was Cooles zu entdecken. Oder wir erschrecken uns. Ich bin eher für das Erste. Hä? Drittes Innendeck verlassen? Wo kommen wir denn hier raus? Mannschaftsdeck. Okay, da waren wir schon. Naja, dann kehren wir gleich wieder um und dann sind wir wieder im dritten Innendeck. So, wieder umdrehen. So wie es sich gehört. Dann wollen wir doch mal. So. Sieht so aus, als wären wir hier alleine, aber der Schein trübt ja für bekanntlich. Was haben wir hier? Salvengeschütz. Ich glaube, das nehmen wir uns mal mit. Salze alle voll. Ich habe so ein bisschen Schiss. So ein ganz mini bisschen. Okay. Ich glaube, wir springen mal schnell an die Skyline. Wollte ich gerade sagen. Raketenautomat, den gönnen wir uns. What the fuck? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, wir nehmen jetzt hier Sog mit. Und als zweite Fertigkeit nehmen wir mal Schockjockey mit. Und dann ballern wir ihm erstmal Handyman können Skylines unter Strom setzen und so alle schädigen, die sie benutzen. Halte dich von ihr fern, bis sie nicht mehr unter Strom steht. Okay, schnell runter. Ah, komm. Hör doch auf mit dem Scheiß. Wo ist er? Ja, ich brauch Salze. Wow, 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 wow. Ich glaube, er ist böse. Und zwar nicht zu wenig. Alter Schwede, ey. Der Typ kennt ja nix, ey. Wach! Bitte sehr! Handyman, halt doch einfach die Backen, okay? Jetzt haben wir es gleich geschafft. Geschafft, geschafft. Jo, geschafft. Wunderbar. So. Hier haben wir noch einen. Salze können wir auch noch gebrauchen. Oh, da kommt jemand angelaufen. Maul halten. Verprügel dich. Haben wir hier noch einen? Immerhin, sie hat hier einiges gefunden. So, erstmal hier ein bisschen die Gegend erkunden. Ich würde nämlich schon gerne wissen, was hier so alles ist.
Auf jeden Fall sind hier noch Gegner. Wo ist er denn? Oh oh. Dann holen wir uns jetzt mal wieder Beherrschung rein. Weil ich habe hier gerade ein Geschütz gehört. Wo ist es denn? Ach, da oben sind die. Ey, das sind doch unsere Geschütze. Was geht denn? Scheiße, scheiße. Na, würde mal sagen, wir machen... Ah, ist schon von selber kaputt gegangen. Umso besser. So. Wo geht's jetzt weiter? Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Welche? Diese? Okay. Aber vorher... Ach, wir haben ja kein Geld. 272. Ah. Wow. Auf einmal steht sie vor mir. Naja. Das war jetzt hier auch nicht das Gelbe vom Ei. The Yellow of the Egg. Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Ja. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Wie kommen wir denn jetzt bitte zur Kabine des Propheten? Anscheinend sind wir da gerade vorbeigefahren, ja. Tatsache. So. Dann wollen wir mal rein da in den Laden. Konfrontiere Comstock. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Hä? Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss da ist das er. Tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich. Los. Hey, hey, hey. Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. Was das wär's? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker. Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Hast ihn getötet? Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Ka
keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh, doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Finde die Steuerung. Ja. Das war's dann wohl mit dem Propheten. Würde ich mal sagen. Sieht zwar ganz klasse aus hier, aber der Prophet, der ist tot. Was mit ihrem Finger passiert ist, wissen wir immer noch nicht. Und hier ist was, was mir dann nicht ganz so gut gefällt. Dieser Blur-Effekt. Also, wie krass ist denn bitte dieser Blur-Effekt hier? Ihre ganzen Titten, die glänzen ja wie, keine Ahnung, wie Weihnachtsbaumkerzen, Kugeln, was auch immer. Auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. Also, 2K Games, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, wo geht's jetzt weiter? Kommen wir hier mal hoch. Können uns hier nochmal schön das Bild angucken. Und dann knacken wir jetzt noch schnell das Schloss. Mal schauen, was dahinter ist. Ich bin wieder für alles gewappnet. Oh. Ja, hier nochmal eine Statue von dem Propheten, der jetzt tot ist. Und das sind auch nochmal ziemlich krasse Skylines. Ich weiß zwar nicht, wie wir da jetzt hinkommen, aber irgendwie muss es ja einen Weg geben. Und wie wir dann den Zeppelin steuern, das seht ihr dann in der nächsten Folge vom Let's Play Bioshock. Bis dahin macht's gut, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Haut ihr rein!